All das wunderbare Obst kann jeder ohne großen Aufwand durch Dörren haltbar machen. Statt kiloweise Erdbeeren oder Aprikosen mitzuschleppen, alles gedörrt und federleicht. Sie haben ganz geringes Gewicht und Sie können ganz, ganz viel ausprobieren. Es macht einfach Spaß. Durch das Dörren wird dem Gemüse oder dem Obst nur das Wasser entzogen. Der volle Geschmack bleibt. Wie dörre ich eigentlich? Für den Anfang zum Ausprobieren den Backofen benutzen. Die Tomaten einfach nebeneinander aufs Blech legen. Immer die Schnittseite, wenn was aufgeschnitten wird, nach oben. Das macht natürlich auch Sinn, weil die Feuchtigkeit so am besten entweichen kann. Dann das Blech ab in den Ofen, ganz wichtig, Tür einen Spalt auflassen, am einfachsten mit einem Kochlöffel. Doch der Backofen verbraucht, weil er so groß ist, viel zu viel Energie. Deshalb lieber so einen Dörrapparat kaufen, den gibt es schon für 100 Euro. Pfirsiche, Tomaten, Zucchini, im Moment gibt es alles auf dem Markt. Doch wenn Sie etwas zum Dörren kaufen wollen, dann stellt sich natürlich die Frage, was kann ich dörren? Äpfel sind der Klassiker. Kerngehäuse raus, dann in Scheiben schneiden und ab in den Dörrapparat. Bei 50 Grad 6 Stunden dörren, so bekommt man herrliche Apfelringe. Blaubeeren oder Johannisbeeren gehen eher nicht, die sind zu klein. Aber sonst gehen im Prinzip alle Obstsorten, die viel Wasser haben. Bananen zum Beispiel, in Scheiben geschnitten, lassen sich sehr gut dörren. Geben Sie noch ein bisschen Zitrone dazu, dann verfärbt sich es auch nicht so. Oder ein bisschen Zimt obendrauf. Fertig ist es. Ganz einfach eine Affäre von 2 Minuten. Auch ganz einfach Obstleder. Im Mixer eine bunte Mischung verquirlen, dann ausstreichen im Dörrapparat. Das Ergebnis Obstlederstückchen in allen Farben. Kinder lieben diese Leder. Okay. Und sie sind einfach gesund, ohne Zusatzstoffe. Ohne Farbe, ohne alles, reine Natur. Und Gemüse lässt sich auch sehr einfach dörren. Wirsingblätter zum Beispiel gewürzt mit einer Marinade aus Mandelmus und Sojasauce ergeben wunderbar knusprige Gemüsechips. Und auch Fleisch lässt sich dörren. Bio-Rinderhack, deftig gewürzt und 1 Zentimeter dick ausgestrichen. Wanderer nehmen das gerne oder Sportler, aber man kann es auch sehr gut im Büro oder vorm Fernseher. Obst, Gemüse und sogar Fleisch. Fast alles kann in den Dörrapparat. Die Frage ist, wie gesund ist Dörren? Kurz gesagt, sehr gesund. Beim Dörren bleiben nahezu alle Nährstoffe erhalten. Nur durch das Erhitzen können Vitamine verloren gehen. Deshalb besser etwas länger dörren, dafür bei niedriger Temperatur. Wenn Sie Rohkostqualität haben möchten, sowas ist in Läden überhaupt nicht erhältlich, dann dürfen Sie nicht höher als 42 Grad Celsius dörren. Aufbewahren kann man das gedörrte Obst und Gemüse in einfachen Plastikdosen. Aber aufpassen, in die Dosen darf möglichst keine Feuchtigkeit hineinkommen. Wenn das nicht der Fall ist und es gut verschlossen ist in sowas oder in sowas, dann hält das durchaus 1-2 Jahre. Dörren ist leider etwas in Vergessenheit geraten, zu Unrecht. Denn Dörren ist eine sehr gute und vor allem sehr einfache Methode, Obst und Gemüse lange haltbar zu machen und es so jederzeit genießen zu können.